Ja, dann zieh mal das Röckchen hoch. Sollen wir ganz hoch machen? Ja, na klar. Jo, Hallöchen. Jetzt mit CD-Wechsel. Geil. Yes, und er funktioniert. Funktioniert. Hast du ihn überholen lassen oder hast du einen funktionierenden gekauft? Was hast du gemacht? Überholen lassen. Überholen lassen. Das ist Deshalb, das habe ich dir ja mal geschickt. Das ist das zum Das auf ist super. Armaturen. Das Das ist ist so eine fantastisch. geile Ja. Qualität auch. Aber das haben, soweit ich mich nicht täusche, Amis ausgedacht Das noch ist in den Amerika, 50er Jahren. ist Ja. direkt aus Amerika auch. Das gibt es in Deutschland ja gar nicht. Das ist direkt aus Amerika, habe ich es bestellt. Da läuft. Ja. Ich glaube, die Fernbedienung selber so lange nicht mehr benutzt. Hi. Geil. Benutzt es selber. Erstmal Fernbedienung in neu. Quasi in neu. Selbstverständlich von Becker, bitteschön. Eine funktionierende Fernbedienung. So funktioniert das. Also, wir haben Kassette. Jetzt haben wir CD. Genau. Jetzt haben wir das Radio. Was ich sagen wollte, jeder Geräusch ist natürlich bekannt und berühmt und. Aber ich weiß ganz genau, was jedes Geräusch kostet. Und Richtig. deswegen das. Aber Richtig. das ist, ich meine, das ist wirklich einer der besten, technisch besten 500er, den ich je gesehen, gefahren, gefilmt habe. Das ist wirklich. Es gibt Und du optisch. mit deinen Ja. feinsten. Ja, gell? Du hast zu viel Zeit. Du hast zu Oder viel zu viel Zeit. Liebe zum Auto. Und. Guck mal da rein. Und man das sieht, oder? Jo. Da Ja finde ich klar. keinen Dreck. Da steht ein Datum drauf, ne? 20. 2020. Alles Boah. klar. Und guck mal, wenn du Öl anguckst, da siehst du auch, ist jetzt nur, weil der Stand zu viel. So sieht es zumindest aus. Ja, Oder? weil es Aber ist. der hat den richtigen Stand. Du übertreibst ja schon sehr gerne. Ja, schon. Aber allein wenn du die Leitungen siehst, schon so. Das musste sein. Neu. Es geht nicht alt. Es Alt geht geht nicht. sowieso nicht, ja. Ja. Und wie gesagt, ein absolut trockenes Differential Komplett beim trocken. 124er unmöglich und beim 500er sowieso nicht möglich. Genau, generell Es Mercedes. ist einziger trockener Differential auf diesem Planeten. Wahnsinn. Das ist ein pures Porno. Ich muss mein Video 18 plus schreiben oder sowas. 18 plus, 18 ja. plus. Und hier auch ein Trockenes Getriebe, Getriebe. nicht nur trocken, die glänzt sogar. Wahnsinn. Das ist besser als viele Gemälde. Allein die Lichtmaschine, die habe ich ja jetzt im Winter, habe ich die überholen lassen. Ja. Super. Entweder oder. Das ist richtig, sonst macht wirklich das Leben überhaupt keinen Sinn. Ja, aber ich meine, wie fährst du ihn noch überhaupt? Hast du keine Hemmungen? Nö. Nö, Nein. sagt er. Nein. Das ist ein Fahrzeug. Das muss gefahren werden. Ganz einfach. Weil allein dieses Panorama von Gell? Geil. perfekten Unterboden von 500e, das ist wirklich was Besonderes. Ich gehe mal Sieht in. man, glaube ich, sehr Nein, selten. nein, sowas sieht man wirklich, wirklich. Ich sag nicht selten, ich habe sowas live noch nie gesehen. Vielleicht muss ich noch dran arbeiten, aber das ist wirklich. Aber wenn du auch überlegst, wie viele Stunden Arbeit in dem Auto stecken und wie viel Geld. Und vor allen Dingen bestimmt auch an manchen Stellen Verzweiflung. Ich komme hier nicht Ich weiter. war auch schon verzweifelt an dem Fahrzeug, Weil definitiv. du bist nun mal kein Schweißer, du kannst das zwar, aber du machst das ja nicht Ja, jeden Tag, ja, ne? ja. Also es gab Tage, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr. Das Was gab habe es ich tatsächlich. getan? Das gab es tatsächlich, ja. Ja. Aber dann wiederum die erste Fahrt, Ja. dann war alles erledigt, dann kam die Entschädigung. Also ehrlich gesagt, ich kann mir jetzt gut vorstellen, hier einfach ein Tisch, zwei Stühle und ein Richtig. Bierchen und Tag ist gelaufen und dann einfach einen Unterboden angucken. Genau. Und jetzt Musik aus. Genau. Und es rasselt gar nichts beim kalten Auto. Wahnsinn.
etwas erkaltet hier. Man muss nicht viel dabei sagen, wenn man 500er filmt. Weißt du, es ist einfach, Material allein ist schon so faszinierend. Diese Form, es ist vollkommen egal, aus welchem Winkel du Bilder machst. Es gibt Fahrzeuge, wo du wirklich eine Einstellung suchen musst, wo du sagst, ja, 500er, du kannst es wirklich aus jeder Perspektive filmen und das Auto ist einfach wunderschön. Was sagst du? Tür haben wir nicht so gemacht, oder? Von der Höhe hier, ja, dann gehen wir mal ein Stückchen zurück. Was sagst du der Höhe? Wir werden sehen, was unsere Zuschauer dazu sagen. Ich finde es absolut perfekt. Wie du willst, du kannst selber. Unterschrift vom Papst selbst. Nicht mehr und nicht weniger. Willst du zumachen? Ich würde zumachen, es ist. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sonst gehe ich hier drin. Das darf er ja auch, ne? Also jetzt zack. Dieses Klack, das hört man, das ist, da kommen Erinnerungen hoch, oder? Auf jeden Fall. Es gibt Fahrzeuge, die weniger gelaufen haben, aber die laufen nicht so gut wie deins, weil du hast bis zu jede, bis auf die letzte Schraube hast du alles durchgeschaut, umgedreht. Man kann spinnen ohne Ende bei sowas, ja. Der Ruck muss sein. Ja, zwei Männer in einem 500e unterwegs. Was gibt's Schöneres? Ja. Vier Männer in zwei 500e unterwegs. Oder so. Einmal gehen. Weil ich würde dieses Video nicht auf dem Telefon gucken. No? Ja. Liebe Zuschauer, setzt euch hin, macht euch ein Popcorn oder Bier oder was ihr so gerne habt. Und dann gute Lautsprecher müssen dabei sein. Jahre später haben zwei Idioten immer noch so viel Spaß wie am ersten Tag. Das ist ja Wahnsinn. Geil. Der ist halt 500er.